Wow, sehen wir hier bereits das heißeste Wiesendekolleté? Sarah Kern legt beim Oktoberfestauftakt die Messlatte für ihre Promi-Kolleginnen jedenfalls mächtig hoch. In ihrem schwarz-grünen Dirndl kommen die Juwelen der Schmuckdesignerin ausgesprochen gut zur Geltung. Aber rückt wirklich nur der edle Spitzenstoff den prallen Busen ins perfekte Licht? Die 48-Jährige versteht entweder wirklich was vom eindrucksvollen Hochschnüren oder sie hütet ein pikantes Beauty-Geheimnis. Tatsächlich verrät die Home-Shopping-Queen im Promi-Flash-Interview, diesen Wahnsinnsanblick hat sie einem Schönheitsdoc zu verdanken. Ich hatte nie den Busen gemacht, aber da jeder ja immer glaubte, ich hätte ihn gemacht, und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich es ja machen. Jetzt im Februar ist es gemacht. Ach echt? Aber nur so eine halbe Handvoll. Jetzt, wo du es sagst, Sarah, beim Vergleich mit älteren Fotos ist das Busentuning deutlich zu erkennen. Die High Society Lady fühlt sich mit ihrem neuen Vorbau auf jeden Fall pudelwohl und weiß um die Wirkung ihrer drallen Kurven. Da ist ja kein BH angezogen, damit es nicht zu wüst wird. Aber jetzt mal Karten auf den Tisch, Lakern. Markiert dieser sexy Red Carpet-Auftritt vielleicht auch einen privaten Neuanfang? Immerhin ist die Fashionista seit neuestem wieder Single. Nach der Trennung von Nick Heil genießt Sarah ihre wiedergewonnene Freiheit. Ich wollte halt wieder Single sein und ich habe einfach zu viel selber am Start, so mit meiner Firma, meiner Familie, mit meinen Kindern, und ja, und mir geht's einfach jetzt besser. Na, das glauben wir bei diesem ausgelassenen Strahlen nur zu gerne. Wow, sehen wir hier bereits das heißeste Wiesendekolleté? Sarah Kern legt beim Oktoberfestauftakt die Messlatte für ihre Promi-Kolleginnen jedenfalls mächtig hoch. In ihrem schwarz-grünen Dirndl kommen die Juwelen der Schmuckdesignerin ausgesprochen gut zur Geltung. Aber rückt wirklich nur der edle Spitzenstoff den prallen Busen ins perfekte Licht? Die 48-Jährige versteht entweder wirklich was vom eindrucksvollen Hochschnüren oder sie hütet ein pikantes Beauty-Geheimnis. Tatsächlich verrät die Home-Shopping-Queen im Promi-Flash-Interview, diesen Wahnsinnsanblick hat sie einem Schönheitsdoc zu verdanken. Ich hatte nie den Busen gemacht, aber da jeder ja immer glaubte, ich hätte ihn gemacht, und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich es ja machen. Jetzt im Februar ist es gemacht. Ach echt? Aber nur so eine halbe Handvoll. Jetzt, wo du es sagst, Sarah, beim Vergleich mit älteren Fotos ist das Busentuning deutlich zu erkennen. Die High Society Lady fühlt sich mit ihrem neuen Vorbau auf jeden Fall pudelwohl und weiß um die Wirkung ihrer drallen Kurven. Da ist ja kein BH angezogen, damit es nicht zu wüst wird. Aber jetzt mal Karten auf den Tisch, Lakern. Markiert dieser sexy Red Carpet-Auftritt vielleicht auch einen privaten Neuanfang? Immerhin ist die Fashionista seit neuestem wieder Single. Nach der Trennung von Nick Heil genießt Sarah ihre wiedergewonnene Freiheit. Ich wollte halt wieder Single sein und ich habe einfach zu viel selber am Start, so mit meiner Firma, meiner Familie, mit meinen Kindern, und ja, und mir geht's einfach jetzt besser. Na, das glauben wir bei diesem ausgelassenen Strahlen nur zu gerne.